Es geht weiter mit Alan Wake 2. Moin, hier ist der Angelus und ich erkunde gerade ein weiteres Gebiet hier am See, was vorher überflutet war, aber jetzt können wir uns hier umsehen und habe hier irgendwie einen Kinderreim gefunden. Und alles auch noch so aufgestellt, so mit Kameras und alles. Komischer Ort. Da werde ich mich jetzt hier noch ein bisschen weiter umsehen. Dann war hier auf der anderen Seite der Brücke auch noch was, wo so Pfeile an den Bäumen waren, die irgendwo hinführen. Da will ich mich auch noch mal ein bisschen weiter umsehen. Da bin ich eben gerade nur vorbeigegangen, weil ich checken wollte, ob man über die Brücke kommt. Schauen wir mal. Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 9. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge, wo wir den Bosskampf hatten gegen Nightingale. Und Alan Wake haben wir auch gefunden. Der wurde wieder angespült. Okay. Okay, wir haben hier einen Apfel angekaut. Ist das Control? Okay, das ist von Control-Mitarbeitern, die hier auch was erforscht haben. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Für deine Tochter. Okay. Also das sind alles Gerätschaften dann auch noch von Control-Büro. Und dann haben sie das hier auch gefilmt. Okay, was haben wir denn hier? Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Ja. Ein Vogel für das Licht, zwei für die Dunkelheit, drei Vögel, wenn ein Kampf ausbricht, vier für eine Schlacht, fünf Vögel für die Wunden, sechs für die Geschundenen, sieben fürs Ende, was immer es ist. Ja. Jetzt haben wir hier ein Boot, eine Sonne, das, ein Herz und Wellen. Ein Vogel für das Licht. Das ist dann die Sonne. Zwei für die Dunkelheit. Was hier steht für Dunkelheit? Drei Vögel, wenn ein Kampf ausbricht. Vier für eine Schlacht. Fünf Vögel für die Wunden. Sechs für die Geschundenen. Sieben fürs Ende. Fürs Ende, was immer es ist. Ach so, da muss ich die Dinger hinpacken. Oder Sachen hinpacken. Eine Krähe fürs Licht? Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Ja. Es hat sich was geändert. Die Kamera ist immer noch da, aber hier hat der Vogel jetzt was hinterlassen. Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Aha. Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten. Talismane haben unterschiedliche Vorteile. Rüste sie aus, indem du sie auf dem Talisman-Armband platzierst. Das war also richtig, dass ich das da hingeschenkt habe? Warum kommst du denn jetzt hier an, ey? Ich bin hier gerade am Erkunden. Das sind sogar zwei. Hat er das auf dem Rücken? Wir wachen in der Nacht! Halt den Rand, ey. Schade, dass die nichts fallen lassen. Oh, die lassen Munition fallen. Perfekt. Wusste ich natürlich. Okay. Und das hier, aber kann ich die Figur wieder wegnehmen? Ja. Aber ich kann das jetzt nicht nochmal anklicken hier. Also das war, also ich konnte die Figur wieder mitnehmen, aber ich kann jetzt die Figur jetzt hier nirgendwo anders raufstellen. Okay, ich soll den Talisman ausrüsten, ne? Hier. Hammer-Talisman. Angriffe lassen Feinde häufiger taumeln. Bewegen. Da. Nee, hä? Ach so, nee, das sind andere. Das sind drei Slots für die Talismane. Hier ist ja der erste, Logan Talisman. Er erhöht die maximale Gesundheit. Und jetzt halt noch der da dran. Aber der Vogel ist nicht da. Also den, oder ist er jetzt hier? Doch da. Eine Puppe, die eine Krähe darstellt. Die habe ich jetzt wieder mitgenommen. Vielleicht hätte ich die Cremepuppe ja auch woanders draufstellen können und hätte einen anderen Talisman bekommen. Keine Ahnung.
Ein Vogel fürs Licht hat mir halt am besten gefallen. Oder war einfach am ehesten zu finden. Okay, das war jetzt hier. Da ist die private Hütte. Ich gehe nochmal einmal kurz zurück zu den Bäumen, mit wo diese Schriftzeichen drauf waren. War das nicht eben, als ich da, als ich also hier war, noch alles dunkel? Haben wir noch gegen Wölfe gekämpft? So, hier war das, ne? Da konnte ich dann hier hinleuchten und dann waren die, sind hier überall diese Pfeile, die nach da führen. Da bin ich noch nicht lang gegangen. Das führt nach da. Das ist ein Schlüssel. Vielleicht für die private Hütte? Flussufer, irgendwas? Flussufer-Versteckschlüssel. Flussufer-Versteck. Aber hier am Flussufer, Cauldron Lake, da war ja nichts. Hier. Hier ist Flussufer-Versteck, da. Okay, da wird es bestimmt dann sein. Okay, danke für den Schlüssel. Ich denke mal, wenn wir alles erkundet haben, dann sollte er auch da oben bei optional dann Haken drin sein, ne? Vorher verlasse ich den Ort hier nicht. Hin und wieder tauchen halt so eine Schattenleute auf. Werden halt weggeballert. Oder ein Wolf. Du hast angefangen. Okay, da vorne ist ein Safe Place mit der Lampe. Man kann hier hoch. Ich gehe erstmal da lang. Dafür ist der Schlüssel nicht. Das ist ja scheiße. Okay, ich bin da. Schraubenzieher. Ach da, ich brauche einen Schraubenzieher dafür. Gar keinen Schlüssel. Behälter, Schraubenzieher. Für den beiden anderen brauche ich ja ein Brech. Also hierfür brauche ich einen Bolzenschneider. Aber dafür einen Schraubenzieher. Naja, ich brauche keinen Schlüssel. Das hier war der Weg da, der war aber versperrt, da komme ich nicht lang. Dann gehen wir hier weiter. Da vorne ist, da oben ist die private Hütte. Da muss ich aber hier rumlatschen. Witchfinders Station, da geht's da hoch. Oh, kann ich das hier lesen? Der pazifische Nordwesten erstreckt sich von Alaska über British Columbia, Washington und Oregon bis hinunter nach Kalifornien über ein vielfältiges Gebiet. Dort finden sie 59 bedrohte oder gefährdete Pflanzen. Toll. Und Tierarten. Orca, gewaltige Orcas, Wölfe. Ja, Seattle und so, die Gegend auch echt schön, aber regnerisch, ne? Die Ökosysteme des pazifischen Nordwestens sind unglaublich abwechslungsreich. Rotkehlchen, Möwen, Eichhörnchen, Otter, Pumas, Hirsche, Kojoten, Waschbären und noch mehr. Dankeschön. Und ich werde sie alle niederschießen. Ach komm, ey. Brauche ich dafür auch einen Schraubenzieher? Kannst du mit einem Schraubenzieher wahrscheinlich dann auch noch nur ein paar aufknacken, bis der zerbricht oder sowas. Hier geht's aber irgendwie. Hier ist Schluss. Bei diesem dunklen Gebiet. Da oben war ich, glaube ich, oder? Bei der Hütte. Ich glaube, das ist da die Speicherhütte da oben. Da führt noch ein Weg hoch. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Wie weit kann ich denn gehen? Sieht ungemütlich aus hier. Da vorne ist noch ein Kasten. Und da so ein Windspiel. Kann man da drauf schießen? Nope. Also kann man schon, aber passiert nichts.
Danke. Wofür ist das? Aber ich habe ein Loch reingeschossen, ne? Das da war ich. Ich habe getroffen. Hier sind die Dinger. Kann man auf die schießen? Auch nicht. Da ist noch eine Lunchbox. Ah, Lunch. Sind das Dekorationen, um zu wissen, naja, da ist eine Lunchbox in der Nähe oder so? Zum ersten Mal gesehen, diese hängenden Dinger. Ich blickte auf das wogende Wasser hinab, das Mondlicht. Ach, komm schon. Alter, du warst eben neben mir. Blöder Sack, ey. Ich blickte auf das wogende Wasser hinab. Das Mondlicht tanzte über jede einzelne kleine Welle. Ein schimmerndes, tanzendes Band aus Licht. Allein und frierend umarmte ich mich und seufzte. Ich dachte an ihn. Dann beruhigte sich die Oberfläche des Sees und wie ein Gespenst war er da. Sein Gesicht, das mich anlächelte, spiegelte sich im Wasser. Er sah auf, wagte nicht zu glauben, dass er es war. Aber das war es. Er war da. Meine Liebe, mein Retter. Mein Schreiber. Das war jetzt nicht von seiner Frau gewesen, ne? 9. Ich kann mir jetzt mit 12 oder sowas ein Update kaufen für irgendwelche Waffen. Okay. Da haben sich doch die extra Metadaten schon mal wieder gelohnt. Hier ist aber doch ein Durchgang, ne? Um nach oben zu kommen. Ah ja. Ach, das war dunkel, weil es, nicht aufgedeckt war. Ja, dann kann ich ja dann hier wieder speichern und hab da den Weg auch. Okay, ich geh aber wieder runter. Da hinten ist Licht. Ist das die private Hütte, ne? Da will ich auch noch hin. Und da vielleicht auch nochmal langlatschen. Wenigstens gehen. Hier, das ist auch nicht weit. Guck mal, das geht hier unten nur bis zum Fluss. Oder gehen wir jetzt hin, bevor wir zur Hütte gehen? Das ist unter der Brücke. Geht doch nur bis hier, ne? Ja. Hier ist Ende. Da liegt aber auch nicht mal mehr ein Item. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Mhm. Stimmt. Okay. Stein, Stein, Baum. Bist du ziemlich helle? Stein, Stein, Baum? Da sind Nummern drauf. Nein, nicht die Waffe nehmen. Stein, Stein, Baum. Stein, Stein. Sind da Nummern dran? Haben sie hier irgendwo was rangeschrieben? Hier. Da ist eine Nummer. Das ist eine 5. Das war eine 5. Aber minus 2? 7? Also eine 5? 5, 5? Und jetzt muss irgendwas am Baum sein. An welchem Baum denn? Wie weit geht es denn zurück? Kann das auch hier vorne sein, an dem? Das ist Kultsymbol. Okay, 5, 5 auf jeden Fall. Die beiden Steine sind 5. Der Baum vielleicht? Da oben. Alter, also jetzt strahlt das aber auch ganz schön hell hier. Wir haben hier noch einen Stein. Plus 3. Naja, aber es wird da unten Stein sein, oder? Nee, warte mal. Wenn
das hier ist bestimmt keine. Ich dachte, das da wäre halt eine 5, weil das so halt die Pflanze so aussieht. Aber ich denke, das sind nur diese herangemalten Sachen. Also dann das da. Also 5 ist das und das hier ist eine 6. 6, 5, 8. Oder so. Ja. Nur die gelben Zahlen. Die Pflanze war keine 5, aber es sah wie eine aus, finde ich, oder? Gehörst du zu uns oder zu ihnen? Ich gehöre nicht zu euch, aber ich nehme trotzdem die Sachen mit. Dankeschön. Ihr seid immer hilfreich. Kommt man gar nicht oben zur Hütte? Ach, hör doch mal auf, die Sachen mitzunehmen. Doch, aber der Eingang ist da vorne, er ist da. Da ist noch einer dieser Reime. Ah ja, Kinderrätsel mal wieder. Okay, warte, habe ich ja hier aber auch noch eine weitere Figur. Ich habe ja nur einen Vogel mitgenommen, ne? Ich werde mal erstmal in die Hütte gehen, vielleicht ist ja noch einer drin. Hier ist auf jeden Fall ein Generator. Läuft. Hat auch noch Saft. Perfekt. Dann ist das ein Speicherzimmer. Auch das die private Hütte. Aber so nah an dem anderen Speicherraum ist ja auch lästig. Okay. Was haben wir denn hier? Gäste. Miriam und Matt, danke für die wunderbare Wanderung. Patty, bin extra aus New York City hier angereist und das war jede Minute wert. Laurie und Bob, diese Pfade waren schon mal in besseren Zustand. Und Kev, tolle Aussicht hier. Mr. Lockhart, wie wäre es mit ein paar mehr Rastplätzen auf den Weg? Ja, noch mehr Speicherpunkte. Okay. Die Kinder in Bright Falls sind alle mit Geschichten über den Kult des Baumes aufgewachsen. Wilde Verrückte, die in den Wäldern leben. Satanisten, die wir wachen in der Nacht sangen, während sie im Wald Blutopfer brachten. Oder von nicht ganz menschlichen Wesen, die in der Dunkelheit lauerten. Es gab viele Versionen der Geschichte, aber sie alle hatten ein wichtiges Element gemeinsam. Gefahr im Dunkeln in den Wäldern. Irgendwo zwischen all den urbanen Legenden lag eine geheime Wahrheit, die wahre Identität der Kultisten, die sich in den Wäldern herumtreiben. Echte Gesichter verbargen sich hinter den Masken, echte Hände hielten die Messer, echte Menschen, die ein düsteres Ziel verfolgten. Der Wald war nicht sicher, die Menschen hatten recht, wenn sie ihre Kinder von den Bäumen fernhielten. Haben wir hier noch was Neues eigentlich? Nee, ne? Aber bei Fälle. Bei allem. Ich habe keine Zeit für alte Fragen. Dann mach doch neue Fragen. Hopp. Was haben wir denn hier? Hinweis der Kultisten daran erinnert, dass ihre Opfer wie Tiere sind. Kultziele. Schreiben Teil des Rituals. Auch nicht. Das ist weiter oben hier, ne? Kultideologie. Da ist es. Und das ist dann wieder hier für die Symbole. Was haben wir noch? Kultverstecke. Die sind ja alle am See hier gewesen bisher. In der Stadt habe ich noch keine gefunden. Okay. Da
Das ist ganz neu. Ah ja, die Kinderreime. Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Findest du? Holy shit, da macht sie jetzt aber ein ganzes Fass auf hier. Das Nachstellen des Reims hat die Umgebung verändert. Reime von Bright Falls, Reime von Lake. Hey. Hat doch die Umgebung verändert. Was heißt da? Was sind das für Dinger? Wer war das? So, ein Talisman, der am Ort des Reims erschien. Kommt auch dahin. Reim aus der Nähe der Brücke von Cauldron Lake. Das kommt hier oben hin. Was steht da oben? Kann man nicht so gut lesen wegen der Lampe. Seltsame Puppen. Okay. Ein Bild mit dem Kinderzeichnung seltsamen Reim gefunden. Das kommt da auch hier hin, ne? Und die seltsamen Puppen. Die kommt da oben. Ja. Okay. Dann wird das auch fertig. Dann fehlt jetzt hier noch Alex Casey Lunchbox mal wieder. Die auch hier oben war. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Waffenverbesserung 15. Ich dachte, ich hätte... Ach, da waren mehrere drin. Dann kann ich eine Waffe verbessern. Schon mal mit einem Update. Nehme ich die Pistole. Ich glaube, für die kriegen wir wieder die meiste Munition. Ich habe 15. Noch ein Kopfschuss. Erziele 2 Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Wieso nicht zu töten? Oder erhöht die Magazingröße um 50%. Eigentlich ist es mal gut, zuerst mehr Kugeln zu haben. Saga wusste nicht mehr, wie oft sie bereits gefeuert hatte. Nur, dass es mehr Schüsse waren, als sie Kugeln im Magazin hatte. Dennoch ging ihr die Munition nicht aus, als hätte ihr Magazin plötzlich Platz für mehr Kugeln. Sie feuerte erneut. Danke, Ellen. Sehr nett, dass du das so schreibst. Warum schreibst du nicht auf, dass ich unendlich Munition habe? Okay, jetzt habe ich nur noch 3 Seiten über. Ganz schön teuer, diese Updates. Aber das war's jetzt hier auch, ne? Ja. So, habe ich jetzt hier alles? Das habe ich gelesen. Aber keine andere weitere Vogelfigur hier. Ich dachte, es gibt vielleicht noch mehr. Generator läuft noch. Okay, gucken wir uns das zweite Rätsel an. Was haben wir hier? Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützt ihr Heim vor allem Getier, das eindringen könnte in ihr Revier. Und eines Recken würde es brauchen, sollte je ein Wolf im Nest auftauchen. Ja. Eine Krähenmutter hockte im Nest. Das Nest könnte das, der Baum sein. Nein? Dann hat sie da ein Auge drauf. Nein? Vielleicht das Nest? Auch nicht? Die Krähenmutter? Vielleicht brauche ich hier auch eine andere Figur oder so. Ich habe hier nur die eine, die Krähenpuppe. Vielleicht brauche ich hier auch 2. Ich weiß es nicht. Habe alles ausprobiert. Eine Krähenmutter hockte im Nest nie hernieder, wachte über ihr... Vielleicht gibt es auch noch mehr Figuren. Wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützt ihr Heim vor allem Getier, das eindringen könnte in ihr Revier. Und eines Recken würde sie brauchen, sollte sie ein Wolf im Nest auftauchen. Ich glaube, ich brauche einen Wolf oder so als Figur. Und nicht nur hier die Krähe. Aber hier in der Nähe ist er irgendwie auch keine andere... kleine Figur. Die andere war ja gleich in der Nähe von dem Ding hier. Aber hier ist leider keine weitere
Hier vielleicht? Auch nicht. Ist halt schade, ne? Auch nicht hier so. Naja, ich habe da noch einen Schlüssel für ein anderes Versteck. Schraubenzieher fehlt mir auch noch. Vielleicht finden wir später noch eine andere Figur. Das Rätsel ist hier auf jeden Fall markiert. Relevante Orte. Das ist der Kasten. Ich war jetzt hier bei der Station noch nicht. Gucken, wie weit ich da noch hingehen kann. Wie lang... Was haben wir hier? Ein Vogelhaus. Vielleicht ist es im Vogelhaus eine Figur drin. Nein? Geht nicht kaputt? Hm. Auf den Ast schießen, damit es vielleicht runterfällt? Nee. Ist aber auch nichts rausgefallen hier. Da steht auch was drauf. The Cold irgendwas. The Cantage? Ist so auffällig irgendwie, das Vogelhaus. Aber nichts mehr hier in dem Fluss. Auch kein leuchtendes Zeichen oder so. Hm. Kannst du nicht runterschießen. Und es fällt auch nichts raus. Das ist ärgerlich. Da kann man mal runterspringen. Witchfinders Station, Cauldron Lake. Ist da Lampe? Noch ein Kinderreim? Wie viel gibt's davon? Hier ist auch wieder eine Lunchbox. Hier auch? Noch so. Eine dieser Lunchboxen. Ja. Und hier geht's dann wieder runter, da wo ich eben bei dem Vogelhaus war, ne? Wo ist die Lunchbox hin, da? Natürlich wirst du Erfolg haben, sonst wärst du nicht der Held. 9 Seiten. Geil. Lunchboxen sind immer wichtig, um unsere Sachen abzugraden hier. Und am Tisch war nix. Doch, eine Manuskriptseite. Ein Übergang des dunklen Ortes brauchte einen Anstoß aus beiden Richtungen, um sich zu manifestieren. Die Realität in unserer Welt wird durch wiederholte, an einen Ort gebundene Dunkelheit Überlieferungen zerfressen und ein Kontaktpunkt, ein Kunstwerk, eine Horrorerzählung, die in den Tiefen des dunklen Ortes entstanden ist und eine Verbindung zu der Geschichte auf der anderen Seite herstellt, um durch den geschwächten Schleier zu gelangen. Eine Geschichte über einen Gesetzeshüter, dem das Herz aus der Brust geschnitten wurde, 2 korrupte Männer, die durch ihren eigenen verdrehten Ehrgeiz getötet wurden, eine verfolgte eine Frau, die in einer Badewanne ertrunken ist, verdrehte Reflexion auf der anderen Seite des Spiegels, Bögen, die durch die Realitäten stechen, die Verstärkung des Einflusses des dunklen Ortes. Diese Elemente wirkten zusammen und bildeten ein Rinnsal, das zu einem Sturzbach wurde. Ein Wurmloch, ein Vortex und die Kunst, die Landkarte, wurden zum Albtraumgebiet, in dem der dunkle Ort in unsere Realität eindrang.
eine Decke über sie legte, wo sie sich überlappten und die Realität wie einen schlechten Traum in eine Schleife verwandelte, die alles und jeden in ihrem dunklen Gebilde des Horrors umgestaltete. Okay, ist die ertrunkene Frau in der Badewanne eine Anspielung auf The Shining vielleicht? Stephen King, schriftstellermäßig und so? Würde ja auch hier reinpassen als Geschichte. Okay, in die Hütte können wir auf jeden Fall rein. Ich laufe hier nochmal die Ecken. Hier in diesem Gebiet sollte ich nicht immer mit der Taschenlampe rumlaufen, weil sonst geht mir die Energie flöten. Können wir nicht lesen. Und hier ist wieder ein weiteres Ding. Da drüben ist ein Reim. Ja. Kann ich aber wahrscheinlich auch nicht lösen, wenn mir nicht die passenden Figuren dafür fehlen, habe. Also, okay, was haben wir denn diesmal hier? Ein mutiger Held verließ sein Haus und zog nun in die Wildnis hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim. Nur Böse hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schlingend er dann auf. Und als der Held zurück einst kam, von seinem Liebchen blieb ihm nur ein Arm. Na, das ist ja ärgerlich. Da wird jetzt hier meine Figur hier gar nicht helfen. Ich werde die ja trotzdem einfach mal hinstellen. Ich glaube, ich brauche für jedes Rätsel halt eine eigene Figur. Die hier könnte vielleicht in dem Haus zu finden sein. Und da werde ich mich dann in der nächsten Episode umsehen. Dann werde ich hier das Haus erkunden. Jetzt gehe ich aber gleich nochmal zurück zum Speicherpunkt, glaube ich. Nochmal zwischenspeichern hier an dem Ort. Und dann im nächsten Video mache ich dann das hier. Habe ich hier also zwei Rätsel, die ich noch nicht gelöst habe. So, und erkundet habe ich auch noch nicht alles fertig. Okay, Leute. Das war mal heute eine Erkundungstour hier in diesem weitläufigen Gebiet. Weitere Geheimnisse warten, wie die ganzen Rätsel. Und mal gucken, was sich da drin noch befindet. Da sind auf jeden Fall mehrere Lampen und gelbe Sachen, die da leuchten. Leute, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben für die heutige Episode und dann bis zur nächsten Folge von Alan Wake 2. Ciao.